Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Und so, beim letzten Mal haben wir uns in dieses Bett gelegt und nun gehen wir wieder raus. Wow. Also diese Handlung des Spiels ist wirklich tiefgründig. Man legt sich ins Bett und geht einfach wieder raus. So, was da drüben? Eine Wand. Oh Gott, nein, wirklich. So, jetzt bin ich der König. Nein, ich bin der König. Dreh dich einfach nur um. Ja, wart. Bart? Nein, Bart. Egal. Nein, nicht A, nicht mehr. So, dann wollten wir jetzt mal die Schatzkammer des Königs ausbeuten. Sogar. Ah, nee, doch nicht der richtige Raum. Hört mir gut zu, solltet ihr jemals auf ein Monster namens. Garkimasera stoßen, sitzt tief in der Tinte. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich es getroffen habe. So. Nein, komm her. Das Wasser hier wird durch den Kristall gereinigt und geläutert. Es fließt von dem Turm in Norden zu uns. Wir gehen zuerst mal nach unten. Oh. Was habe ich erhalten? Ich weiß nicht, aber egal. Na, lass mich durch. Die Legende besagt, dass die Eisgöttin Shiva irgendwo im Schloss versiegelt wurde. Oh. Vielleicht ist sie ja deshalb so kalt. Oh, nice. Ich bin jetzt wieder. Okay, super. Lass mich mal durch. Shiva. Ich mag Shiva nicht, aber scheiß drauf. Trotzdem werde ich sie mir wohl holen müssen. So, zweiter Stock. Ach, guck mal. Herr Koch. Herrschaft, diese Texte bringen meine Forschung über den Kristall keinen weiteren Schritt weiter. Ja, ich habe ihn absichtlich nicht schwul gesprochen. Hat man gemerkt. Das war wirklich mit Absicht nicht schwul. Auch wenn er so aussieht, so ein bisschen. Finde ich nicht auch, also, ja. Ist. Aber ich bin ja nicht so wie coole 381, die das Wort schwul in seinen LPs zuspammt. Oh nein, wirklich. Ach, noch so einer. Laut diesem Buch wurde Shiva durch den Kristall, durch Wasser pur und klar versiegelt. Ach, du liest Bücher? Ja, okay. Du da drüben auch, oder wie? Oh, die Wand ist auf einmal wieder zu. Du hast nichts in deinem weit, weit im Westen. Die Bibliothek der Vorväter. Oh, cool, da will ich hin. Egal, ich weiß nicht viel rum, aber ich will da hin. Weiß nicht, so eine riesige fette Bibliothek, so eine Dinger finde ich schon immer toll. Nenn ich mal Dinger halt. Ja, Bibliotheken halt. So. Oh, ein Geheimgang, nur wo? Ach, hinter dir. Der Kerker ist voll von verkommenen, verachtungswerten Verbrechern. Man gibt sich besser gar nicht mit ihm ab. Doch, ich spiele mal die Karten und so ein Scheiß. Oh, die sind ja gar nicht die Verbrecher. Oh nein. Nein, das war aber nicht die Herrentoilette, okay. Okay, ja, ich kann ja... Oh, Rape. Rape the Bards. So, die Frage ist nur, was hat es mir gebracht? So. So, ja, ich habe den unnützesten aller Wege gefunden. Na gut, für Suizidgefährdete ist es sicherlich toll, aber... Nein! Egal, dann quatscht erst mit euch. Im Norden ist gerade ein Meteorit neben dem Turm von Walls eingeschlagen. Ach so, ich bin wieder hier oben. Äußerst interessant. Ja. Ja, 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 Treppen, ja... Ja, ein Raum. Ja, Türen. Oh, Random Battles. Was bist denn du? Was bist denn du? Leck mich! Ich denke mal, ich sollte flüchten. Nach Rent! Ah, nein! Nein! Flüchten! 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 Leck mich, du Arsch!
Ah, 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 ah. So. Nee. Komm. Ja, nee, ist nicht. Nein, ist nicht, sagte ich. Oh, leck mich. Zwei, drei. Ein Hammer. Nee. Ah, ah. Wieso nehme ich das noch auf? Ah. Ah, ah. Barz. Ah, ja, genau das, ach, richtig, die Zauber noch. Nye. Schwert? Ich hatte doch noch... Irgendwas hatte ich hier noch gut, oder? Ein Kampfwachs, Zeug. Nein, hatte ich nicht. Erstmal Bart ziehe ich das Ding an. Die Peitsche kann ich ja auch nicht mal am ausrüsten. Trollolol. Ja. Und ich werde mir die Zauber nochmal holen, auf jeden Fall. Weil wegen, ja, Beschwörung und so. Einfach so. Ja, lass mich vorbei, alter Mann. Du interessierst mich nicht. Was mir mal so auffällt, warum ist dieser Zauberland eigentlich so abseits? Warum hassen alle Zauberer? Chocobo komm einfach so. Vielleicht bringen sie mir ja mal was. Ha, mal schauen. Kann sie echt kein Schwein tun? Ja gut, ich hau ihr ab, so. Nein! Jetzt fliege ich durch, ganz einfach so. Ah, da kommt jetzt ja wieder der König und so. Ah. Ist mir Funk, ob ihr das noch sehen müsst. Ich hab grad Frust, ich hab keinen Bock zu schneiden. Ja. Lass mich einfach durch, ich bin aggro. Ja. Ja, ich bin der König, ja. Oh nein, was ist los? Oh Gott, oh nein. Oh, boom, oh nein, was ist los? Nein. Ah, guck mal, ich bin der König. So. Jetzt gehe ich natürlich fast wieder aus den Gemächern des Königs rauben. Ich glaube aber, da war nichts. Nee, der König war ja arm, wie so, wie so, ach, wie sonst was. Da 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 da. Pass mal durch. So, dann gehen wir mal dadurch. Ja, ihr hattet nichts für mich. Nein. Warte mal, vielleicht ist da unten ja was. Trollo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 l. Ja, hier war aber was drin. Da drin. Zelt, ach so. Ach, wirklich? Ja. Mhm. Ja, du hast das mit Shiva erzählt. Ja, hast du. So. Nein. Ja. No. No. So. Dann gehe ich die Treppe wieder hoch und dann bin ich hier bei Herrn Koch und ja, Herr Koch und ja. Wieso ist der eigentlich in so einem Geheimraum? Was bringt ihm das? Wahrscheinlich ist das irgend so ein Cheatcode, so dass man dann später dann sich auf Level 99 cheatet und so. Was der da labert. Nein. Inkompetentes Pack und so und wieso. Da, ich weiß, das sieht so übel aus, als wäre hier noch so ein Geheimgang, aber ist es nicht. Ja, was da. Im Norden ist. Achso, stimmt ja. Natürlich. Ja. Ja. Bin ich da schon runter? Nee. Ach, das war der unnütze Geheimgang, ne? Ja, ja, genau, das war er. Troll, lol, lol. Das ist wahrscheinlich das, das sind die geheimen Badegemächer des Kings. Na, komm, red mal nö. Ich bin der berüchtigte Taschendieb, einsamer Wolf. Rächer der Verdammten, also holt ihr mich jetzt hier raus oder was? Nee. Pah.
Ja, das werde ich mir merken. Hey, helft mir, Leute! Wie wär's, wenn ihr die Tür öffnet? Nein. Ja, das werde ich mir merken. Warte mal, was passiert, wenn ich die ganzen Typen hier rauslasse? Na, was machst du? Selbst ein gütiger König bestraft Untaten. Bekomme ich da neue Berufe? Warte mal. Ich mach's ganz einfach so. Ich gehe raus und speichere. Nee. Das ist ein... Ach so, hier war das Scheißgedöns hier. Und was ist hier? Hui. Hui. Ach so, jetzt verstehe ich, warum das da unten ist. Da, genau deswegen. Hui. Interesting, muss ich nur mal so sagen. Ja, dann verbringe ich den restlichen Partner damit, hier mal ganz schnell so ein bisschen Secret-Tuten-Tun der nächsten Mal zu machen. So, ich mache die Geheimtür auf und gehe einfach weg. Ich habe es nie gemacht. Ach, scheiße, draußen geht die Story weiter, oder? Warte mal, was labert ihr jetzt? Okay, ja, Drachi. Einmal schnell speichern, der König ist ja eh nicht da. Dann lasse ich mal ganz schnell seine Gefangenen raus. Wenn nicht, gehe ich einfach nochmal schnell hier zu dem Vieh und lass mich töten. Ganz einfach. Das ist ja gleich nebenan. Aber vielleicht bringt es mir was, wenn ich die einfach mal so freilasse. Ne? Na komm. Jetzt bin ich gespannt. Yippie-da-doo-da! Ja, tschüss. Einsamer Wolf, der berüchtigte Taschendieb hat wieder zugeschlagen. Die Freiheit hat mich wieder. Schätze, ich schulde was euch was, Leute. Ja. Ah, jetzt bin ich gefangen, wie ungeschickt von mir. Wieso gehe ich auch hier rein? Bin ich irgendwie vollkommen bescheuert oder was? So, und jetzt ist das Spiel vorbei, oder wie? Kommt man hier irgendwie raus? Ah, oh Gott. Gut, okay, ja. Ja. Yippie-di-doo-da! Hält. Der Typ hat eine Schraube locker, wir lassen ihn besser da drin, okay. Ja. Richtig. Erdgeschoss. So, was hat es mir jetzt gebracht, dem Wolf das da aufzumachen? Ich gehe am besten nochmal schnell nach Walls. Und guck mal, ob er da ist. Nee, ist nicht. Na, mal schauen. Nee, hier ist er sicherlich nicht. Aber er schuldet uns was und ich denke mal, das ist schon mal ein positiver Gedanke für sich. Oh, guck mal. Achso, das ist dieser alte Mann. Nee, anscheinend, momentan bringt uns das noch nichts, so gesehen. Ach so, richtig. Ja, nee, ist nicht. Jetzt aber. Ja. Na komm. Okay. Ja, dann würde ich mal hier ganz gekonnt den Part beenden. Zu was sind wir in diesem Part gekommen? Nichts! Super. Das musste ich jetzt nochmal schnell raushauen. Genau. Wir sind zu nichts gekommen, absolut nichts. Weil wir eigentlich so ziemlich alles doppelt gemacht haben. Außer wir haben den Typen jetzt freigelassen. Okay, damit beende ich diesen Part von Let's Play Final Fantasy 5. Okay, und ja. Ciao.